Servus und grüß Gott aus München. Wir sind hier wieder beim Filmfest München. Oder wieder nicht, das ist das erste Mal, dass wir das beim Filmfest München machen. Das erste Mal war ja in Hamburg, letztes Jahr im Oktober. Jetzt das Wetter ist etwas besser. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Sophie Charlotte Rieger von Die Filmlöwin. Und ich bin natürlich der Konrad von Cinema Forever. Wir hatten kurz abgesprochen, wie viele Filme hast du gestern gesehen? 4, glaube ich. Habe ich 4 oder 5 gesehen? So fängt es jetzt schon an, ne? Ach, 5 hast du auch? Krass, nee, 4. Doch, so viele. Doch, ich glaube, ich habe 4 gesehen. Ah, okay. Ich komme durch ein... Alles klar. Das mit Zahlen. Okay, gut. Ich habe definitiv 6 gesehen. Ich würde einfach mal anfangen. Also ich habe gestern, ehrlich gesagt, mein ganzer... Von der Bilanz her würde ich sagen, war es ein schwacher Tag leider. Obwohl ich 6 Filme gesehen habe. Es war jetzt nicht... Der Mega-Bringer war noch nicht dabei, der mich irgendwie den Rest des Festivals verfolgt. Okay, ich erzähle erstmal was zu Ray von Nils Atala, einem chilenischen Regisseur, vermute ich mal, wo du gerade sagtest, vorhin meintest, das wäre jetzt kein typischer chilenischer Name. Meines Wissens nach nicht. Genau, also es ist jetzt auch nicht so die typische chilenische Geschichte. Also es geht es ist nach einer wahren Begebenheit, wie es schön heißt. Para la independencia de la Araucanía! Orly Antoine de Tonnoisse. Para estos crímenes tan graves como perturbar el orden público y alta traición contra el Estado de Chile, pedimos su ejecución. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Einen französischen Anwalt, der 1860 nach Südchile gereist ist, um dort das unabhängige Königreich von Araucana und Patagonien zu gründen. Das ist quasi so ein Gebiet, da lebten damals das indigene Volk der Mapuche. Und er hat sich quasi so als von denen auserwählter König gesehen und wollte nun dahin reisen und die beiden und diese Völker so Lawrence von Arabien mäßig einen und halt quasi der König von diesem Reich werden. Und der Film ist in 35mm gedreht und der Regisseur hat quasi das gedrehte Material dann für einen Monat in seinem Garten vergraben und ja, dann wieder ausgebuddelt und entwickeln lassen und ja, so sieht es dann auch aus. Es klingt ja schlimmer, als es ist. Der Film sieht sehr schön aus. Das sind natürlich wunderschöne Aufnahmen von Patagonien oder von Südamerika. Und ja, der Film erzählt quasi in mehreren Kapiteln, die große Bogen ist eine Gerichtsverhandlung. Der wurde dann gefasst von der chilenischen Regierung und wurde vom Tribunal gestellt irgendwie, dass er da irgendwie unrechtmäßig da diese Grenze überschritten hat zu diesem Sektor quasi, der diesen indigenen, dem Mapuche gehört und wurde dann quasi zur Verurteilung ins Exil geschickt und starb dann irgendwann völlig verarmt in Frankreich. Und der Film geht also völlig aus dieser subjektiven Sicht, von diesem Anwalt, der sich so als König sieht und dringt so in die Psyche, versucht so in die Psyche von diesem Mann einzudringen, indem er wirklich diesen fieberartigen Look von diesem verbrauchten oder gealterten 35mm Material nutzt. Gleichzeitig ist das natürlich auch so ein Zugang, so nach dem Motto Archivmaterial, ist ja eine wahre Geschichte, deswegen mit diesem Film kriegt das nochmal so einen Anstrich von was wirklich passiert, sage ich jetzt mal. Aber hauptsächlich geht es schon darum, es ist so ein surrealer Trip in sein Unterbewusstsein und diesen Wahnsinn versucht, diesen Größenwahn versucht anschaulich zu machen. Könnte man als Fazit sagen, das ist ein Film, den sich Menschen anschauen sollen, die sich für die Ästhetik des Films interessieren? Also die Filme aufgrund ihrer Ästhetik gucken oder die sich für Ästhetik im Film interessieren, für ästhetische... Ja, also ästhetisch wäre das ein interessanter Film. Sollte man sich angucken, wenn man Material spüren möchte, ja, genau, dass das Film auch Material hat. Am schönsten wäre es natürlich gewesen, wenn er auch nicht digital, sondern analog projiziert worden wäre. Aber diesen Wunsch wird uns, glaube ich, kein Festival mehr, was sich nicht irgendwie das offenkundig auf die Fahnen schreibt, erfüllen mehr, glaube ich.
Tigermilch. Genau. Tigermilch. Ja, Tigermilch, der vom Titel an Tiger Girl erinnert und dann auch so, ja, und auch so, wenn man das erste Bild sieht, es geht um halt, also die Mädchen, die da im Mittelpunkt stehen, sind jünger als die Figuren in Tiger Girl, aber hat auch eine blonde Haare und eine dunkle Haare, ich weiß nicht, vielleicht muss das irgendwie so sein. Mhm. Deshalb ist, glaube ich, die Assoziation immens naheliegend und es sind auch zwei junge Mädchen, Schülerinnen, die so durch Berlin sich durchrevolutionieren, so unkonventionell. 98 Stunden Ethik ist heute ausgefallen. Uns ist echt heiß in unseren Klamotten. Eigentlich mache ich das ja nie, aber... Eigentlich machen wir sowas auch nie. Du Opfer. Hey. Wir sehen uns dann im Herbst. Endloser Sommer. Wir lassen uns deflorieren. Hä? Entjungfern. Wir suchen uns die süßesten Typen der Welt und gehen mit denen ins Bett. Finde ich gut. In der Nacht zeigt sich unser Glanz. Alle drehen durch und es wird getanzt. Wir sind wie ein Butterhund. Jetzt kommt das Beste. Die Geschichte ist angesiedelt, das fand ich ganz interessant, im Westberliner Prekariat, sag ich jetzt mal so ganz grob. Also es ist so, ich habe ganz lange nicht mehr so eine Orte wie Kurfürstenstraße im Film gesehen oder Wittenbergplatz. Ah, ja, also dieses alte Westberlin, was wir im Film kaum noch sehen. Ich glaube, eigentlich kommen die Mädchen aus Gropiusstadt, also Neukölln, aber das war für mich jetzt so klar gar nicht erkennbar, wobei ich jetzt Gropiusstadt auch nicht so gut kenne, ne? Kann auch daran liegen. Jedenfalls geht es um ein deutsches Mädchen, Mimi, und ein irakisches Mädchen namens Jamila, beste Freundin, Best Buddies, und die trinken immer Tigermilch. Das ist ein sehr gruseliges Gesöff aus Maracuja-Saft, Schulmilch, es muss offensichtlich Schulmilch sein, und Weinbrand. Hey! Ja, und das trinken sie dann, um sich anzuheizen, irgendwie da ihre Streiche zu spielen. Jamila ist sozusagen die Belesenere von beiden, die hat so diese intellektuellen Positionen. Und da fängt für mich das Problem des Films eigentlich schon an, weil dann auch so überbetont wird von der Lehrerin der beiden. Ja, Jamila ist ja die ohne deutschen Pass, aber das ist ja die mit der besten Deutschnote in der Klasse. So, das ist vielleicht so richtig, also für mich so paradigmatisch für diesen Film, dass er auf der einen Seite irgendwie versucht, Stereotype zu dekonstruieren und Klischees aufzudecken, aber irgendwie dabei, vielleicht aus Versehen, ich weiß es nicht genau, die dann immer wieder auch bestätigt, weil er sie ja sozusagen immer wieder aufs Tablett bringt. Sie leben in so einem Hochhauskomplex, wo dann auch noch so ein paar mehr Klischees abgespult werden, also die Familie von der deutschen Hauptfigur, das ist auch so eine, ich sag's jetzt mal ganz politisch unkorrekt, Assi-Familie mit einer dicken Mutter, die den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt und irgendwie sowas wie, wie heißt es, ich vermisse dich? Nee, wie heißt das? Also diese Sendung, wo Menschen vermisst werden und zurückkommen und so Doku-Soap-Kram irgendwie guckt. Also sie liegt da wirklich nur irgendwie vorm Fernseher und hat einen Partner, der nicht der Vater ist, der dann ungerecht ist zur Tochter. Und dann gibt es noch eine andere Tochter, die irgendwie heimlich sich am Eierlikör bedient. Also es ist halt so absolute Trübtess. Und das ist ein bisschen, fand ich, so aus dieser Assi-TV-Trickkiste rausgegriffen. So stelle ich mir das vor. Mhm. Ne? Oder also ich mir jetzt vielleicht nicht, aber so stellen Menschen sich das vor, wie das deutsche Prekariat im Hochhaus lebt. Da ging es mir ganz schlecht bei. Und so geht das immer weiter. Grundsätzlich ja die Idee, in dieses Milieu reinzugehen, ja spannend, aber man hat wirklich das Gefühl, da wird irgendwie so ein Abziehbild an das andere rangeklebt und ich habe nicht so richtig viel dabei gelernt. Ich habe auch einen sehr schönen Film gesehen, der so schwer in Worte ist zu packen, dass ich Angst habe, dass ich das nicht vermitteln kann. Aber ich versuche es mal. Der Film heißt Der lange Sommer der Theorie und ist von Irene von Alberti. 37.1, die erste. Bitte? Hallo Frau Jaggi. Freut mich. Ich weiß jetzt den Namen gar nicht. Entschuldigung. Nola. Ich glaube, Nola, also. Genau. Aber Nachnamen auch? Aber ich müsste ja eigentlich doch auch... Sie dürfen Nola zu mir sagen und Sie Nachnamen. Okay, dann nochmal. Dann sage ich Hallo Nola. Hallo Frau Jaggi. Hallo Nola. Wie definieren Sie denn den Begriff der Lebensform? Und er spielt in einem Niemandsland, was zufälligerweise eben ganz in der Nähe von meiner Wohnung ist. Da hatte ich natürlich dann auch so einen Anknüpfungspunkt. Ne? Und zwar ist es so ein klassisches Gebiet, wie es das in Berlin ja jetzt viel gibt, wo so ein ehemaliges Industriegebiet, also da standen so diese alten aus roten Backsteinen Fabrikgebäude und es war so Brachflächen und so. Und das wird jetzt alles platt gemacht. Das ist nämlich in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und dann entstehen da wahrscheinlich jetzt ganz teure Apartmenthäuser oder... Ja. Hotels, also sowas so, ne? Und in dieser der Film spielt in diesem Gebiet sozusagen in dieser Übergangsphase. So, das Alte ist irgendwie weg, aber das Neue noch nicht richtig da. So würde ich das beschreiben. Und in diesem Niemandsland angesiedelt sind drei Frauenfiguren, die im Zentrum der Geschichte stehen. Drei junge,
Künstlerinnen, würde ich sagen, die in Berlin leben. Und die bilden den Rahmen für eine Auseinandersetzung mit vielen, vielen verschiedenen aktuellen gesellschaftlichen Themen. Es geht ganz viel um Feminismus, es geht um Identität, es geht um Rechtspopulismus, es geht um die Frage, was ist Kunst und wie funktioniert Kunst in einer kommerziellen Gesellschaft, in einem kommerziellen System, im Kapitalismus. Und das klingt ja alles jetzt sehr theoriegeladen. Der Film heißt ja auch so, Der lange Sommer der Theorie. Aber was eben Irene von Alberti schafft, was für mich eben die Leistung ist, dass sie durch diesen Rahmen immer ein Anwendungsgebiet für den Theorieteil schafft. Also da sind dokumentarische Interviews drin mit Spezialistinnen und Spezialisten für bestimmte Themen, die auch wirklich als Interviews dann inszeniert sind. Und gleichzeitig gibt es dann dazwischen immer so, also schon sehr öffentlich inszenierte, aber eben fiktive Passagen, die diese Ideen aufgreifen und dann teilweise auch auf einer Metaebene eben so, ja, verhandeln, sodass du ein Anwendungsgebiet hast für die Theorie und es eben nicht so trocken bleibt. Und für mich natürlich ganz besonders toll, dass es eben auch ganz viel um Feminismus geht. Also da wird der Bechdel-Test erklärt, da geht mir natürlich das Herz auf. Ja. Oder die steht der Film den Bechdel-Test? Locker. Also ich hatte das Gefühl, wenn ihr dieses Jahr nur noch einen Film sehen könnt, das sollte er sein. Oh, es gab ja zum Glück gestern doch noch einen Film, den wir zusammen gesehen haben. Ja. Und zwar den wunderschönen betitelten Film Un beau soleil intérieur von Claire Denis, auf Deutsch ungefähr innere schöne Sonne, würde ich jetzt mal sagen. Die innere Sonne. Die innere Sonne, aber das Beau muss ja auch irgendwie drin sein. Ja, weil Sonne immer schön ist vielleicht. Ach so, das kann sein. Also innere Sonne ist auch irgendwie ein bisschen knackiger. Genau. J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, ce que j'aime, c'est l'avant. Tout ce qu'il y a avant. Maintenant, il n'y a plus d'avant. Peut-être pas. Et peut-être encore un avant. Avant la deuxième fois. Ah, oui. Bah, la première fois, ça s'est fait. Ça s'est fait. Et donc, il y aurait un avant qui serait avant la deuxième fois, ça. Parce que oui, la première fois c'est fait, on est d'accord, on n'y revient plus. Donc il y aurait encore un avant-après. On se voit plus. Den haben wir beide gesehen, unser letzter Film gestern. Darin sucht quasi, ja, Juliette Binoche in der Hauptrolle sucht ihre innere Sonne, kann man so sagen. Und die sucht sie den ganzen Film über in fürchterlichen Liebesbeziehungen mit fürchterlichen Männern. Und das führt zu einigen komischen oder auch tragisch-komischen Situationen. Die Moderatorin zu Beginn meinte, das wäre Claire Denis' erste Komödie. Komödie, da denkt man, darf man jetzt nicht die Maßstäbe einer US-Comedy ansetzen. Es geht jetzt nicht darum, ständig vor Lachen in Tränen auszubrechen. Auch wenn das Publikum das stellenweise sehr arg forciert versucht hat, fand ich. Ich habe auch sehr viel gelacht. Oh mein Gott, du gehörst zu diesem Publikum. Nein. Juliette Binoche spielt eine Künstlerin in Paris und sie datet so einen fürchterlichen Bankier, der mit ihr nur so eine Affäre haben will, und dann datet sie auch noch einen völlig selbstverliebten Schauspieler. Ich möchte das gar nicht so gut zusammenfassen. Nein, weil es nämlich auch gar nicht darum geht, wen sie datet. Ne? Ja. Also es geht eigentlich um eine Frau, die auf der Suche nach Liebe ist, die das Gefühl hat, oh mein Gott, ich glaube, ich finde nie wieder eine Liebesbeziehung. Das ist vielleicht auch ein Zustand, den manche Menschen kennen. Also ich kenne ihn durchaus. Und dann datet sie halt so von einem zum nächsten. Und irgendwie bin ich als Zuschauerin immer wieder in dieser Situation, warum triffst du dich mit dem überhaupt nochmal? Der ist so dumm, der ist so doof. Und im zweiten Schritt denke ich dann, oh, das sagen die Leute bei mich auch immer. Und ich glaube, das ist das, was dieser Film für mich so genial macht. Ne? Also er bringt dich in diese Situation, wo du die Figur wirklich anzweifelst, aber du kannst sie eigentlich nicht anzweifeln, ohne dich auch selber anzuzweifeln. Und daraus entsteht ein nervöses Lachen, was vielleicht beim einen Menschen mehr ist als beim anderen, weil jeder fühlt sich auch unterschiedlich stark erkannt. Aber ich glaube, darüber funktioniert der Humor dieses Films. Und diese Männer, die sind halt auf der einen Seite, also ich hatte zwischenzeitlich diesen Gedanken, den auch meine Freundin Anna gerne formuliert, wie konnte sich dieses Patriarchat eigentlich durchsetzen? Weil die Männer, die da auftreten, die sind ja auch alle irgendwie ein bisschen Banane. Ja? Also die sind ja irgendwie, wir sind
bisschen erotisch oder wissen nicht, was sie wollen und am besten noch alles zusammen. Und, aber auf der anderen Seite sie ist auch nicht viel besser. Also man sieht eigentlich permanent Menschen dabei zu, die es sich gegenseitig schwer machen und darüber nicht zusammenkommen können. Also wirklich am allerbesten diese eine Sequenz, wo in einem Date viel zu viel gesprochen wird und sie einfach nicht schaffen, sich körperlich nahe zu kommen. Und selbst in dem Moment, wo sie sich endlich umarmen, sagen sie, ach wie gut, dass wir jetzt endlich nicht mehr miteinander sprechen. Und außerdem ist Juliette Binoche so wunderschön. Juliette Binoche ist ein Schatz, den, den man behüten und wenn möglichst in vielen Filmen zeigen sollte. Also es ist wirklich, auch, auch dieser Film schafft es wieder halt auch zu zeigen, sie ist ja eine gealterte Frau. Also sie sieht nicht aus wie 30 und sie trägt auch keine Nicole Kidman Botox-Maske, sondern sie hat Falten und man sieht einfach, dass sie nicht 20 oder 30 ist, dass sie eben älter ist und sie ist trotzdem so unfassbar schön. Das war unser erster Vlog zum Filmfest München 2017. Ich danke dir, Sophie. Wollen wir noch einen Satz schnell... Ohne die Sonnenbrille? Ja. Nein, oder was? Ja, also, oder, so. Oder genau, machen wir so. Wie sagt man auf Bayerisch, wie sagt man auf Bayerisch Tschüss? Wer Servus sagt man ja Hallo, sagt man Servus auch für Tschüss? Ich bin Nordgewächs, ich weiß es nicht. Was sagt man denn da? Ich sage es nicht, einfach nur Tschüss. Ciao. Das da ist noch weiter Servus. Südlich, lass uns Ciao sagen. Okay, also, dann ziehen wir jetzt die Brillen runter. Okay, okay. Und auf drei. Okay, warte. Und auf drei machen wir Ciao. Okay. Ja? Also, eins, zwei, drei. Ciao. Ciao.